Herzlich willkommen bei unserem heutigen Kurier Talk. Wir sprechen heute über ein Klimathema, nämlich einen speziellen Aspekt, die Energie- und die Wärmewende. Zu Gast bei mir ist Martina Brechtelt-Grundnick. Sie ist Geschäftsführerin des Dachverbandes Erneuerbare Energien Österreichs. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Grüß Gott. Darf ich gleich beginnen mit einer ganz banalen Frage? Alle reden von der Energiewende, aber was ist das überhaupt? Die Energiewende bedeutet, dass wir unsere Energieversorgung vollkommen auf erneuerbare Energien umstellen möchten. Das heißt, weg von der Abhängigkeit von fossilen Energien hin zu einer vollständigen Versorgung aus Erneuerbaren. Die fossilen Energien, das ist bei uns das Erdöl, das Erdgas, aber auch Kohle. Seit wann wissen wir, dass wir da aussteigen müssen? Eigentlich wissen wir es schon lange. Im Strombereich hatten wir das erste Ökostromgesetz 2001 bundesweit. Vorher gab es schon mühsame Anfänge in den Ländern mit Ländergesetzen. 2011 gab es dann wieder so einen Turbo mit einer Ökostromgesetznovelle nach dem Unglück in Fukushima. Jetzt letzten Sommer haben wir den nächsten Anlauf gemacht im Strombereich, wo es darum geht, mit 27 Terawattstunden zusätzlich aus Erneuerbaren bis 2030 eine bilanzielle, hundertprozentige Versorgung aus Strom, aus Erneuerbaren zu erreichen. Gut, Moment, also dazu kommen wir noch. Bei der Frage sozusagen, seit wann wissen wir das eigentlich, fällt mir ja auch ein, dass wir es eigentlich in den 90er Jahren waren die ersten großen globalen Konferenzen, wo wir gesagt haben, wir haben ein Problem mit der Klimakrise, wir müssen da raus. Mittlerweile sind das fast 30 Jahre und deswegen wollen wir heute auch darüber reden, sozusagen, wie weit sind wir da eigentlich schon oder sind wir gar nicht weit. Vorab vielleicht noch die Information, wir haben jetzt durch den Ukraine-Krieg und die Probleme, die wir mit Russland haben und eine starke Abhängigkeit, die wir von Russland haben, 80% unseres Erdgases, das wir brauchen, kommt aus Russland, merken wir, dass das durchaus ein Problem ist und wenden uns jetzt anderen Ländern zu. Nur fällt dann natürlich auf, dass Kasachstan, Algerien, Libyen, Iran, Arabien, das sind alles keine Staaten mit die sogenannte lupenreine Demokratien sind. Also das sind eigentlich alles Diktaturen oder Halbdiktaturen. Dennoch versucht die Regierung, sich da jetzt hinzuwenden und zu schauen, wo man alternativ Öl oder Gas herbekommen kann. Finden Sie, das ist eine gescheite Idee? Wir bekommen hier jetzt leider sehr bitter die Rechnung für die Versäumnisse der Vergangenheit präsentiert. Wir haben jetzt durch diese Situation natürlich auch in gewisser Weise eine Versorgungskrise, wo wir vorsorgen müssen, dass eben im nächsten Winter unsere Industriebetriebe arbeiten können, damit eben die Haushalte, die noch abhängig sind vom Gas, nicht kalt sein werden im nächsten Winter. Und weil wir einfach nicht schon weiter sind bei diesem Projekt der Energiewende, gibt es jetzt die Notwendigkeit, hier kurzfristig Maßnahmen zu setzen, die aber allesamt eigentlich nur ein Notnagel sind und eben die Rechnung dafür, dass wir in anderen Bereichen nicht schnell genug waren. Ich höre auch immer wieder, dass das Problem, dass wir hier Infrastrukturen aufbauen könnten, also etwa Terminals für LNG, also für Flüssiggas aus dem arabischen Raum zum Beispiel. Und da sozusagen die Gefahr ist, naja, wenn wir das einmal gebaut haben, dann werden wir das wohl auch 20, 30 Jahre nutzen wollen, solange das funktioniert. Sehen Sie das auch so? Ja, das ist ein Problem und das andere ist einfach, also wir haben es gehört auch vom Generaldirektor Stern, der sehr deutlich gemacht hat, bei diesen Überlegungen LNG nach Österreich zu bringen, dass das kein Projekt ist, was von heute auf morgen funktionieren wird. Das heißt, das ist auch etwas Langfristiges und bedeutet eben, so hat er es auch sehr stark betont, Investitionen. Und Sie sagen ganz richtig, Investitionen, wenn die getätigt werden, dann müssen sich die auch rechnen. Das heißt, dann wird man das nicht nach 3 Jahren wieder abstellen wollen. Und wir haben andere Möglichkeiten zu investieren. Also gerade auch, wenn es um das Thema Gas geht, fehlt mir immer wieder in der Diskussion der Diversifizierung, dass wir auch über Biogas zum Beispiel sprechen, dass wir hier vor Ort zur Verfügung hätten, wo wir sehr kurzfristig auch schon Mengen zur Verfügung hätten, wenn wir das Ganze einfach angehen. Also Investitionen in LNG-Beschaffung ist auch nicht kurzfristig. Wir müssen jetzt die richtigen Weichen stellen und das heißt einfach hin zu einer erneuerbaren Versorgung. Aber verstehe ich Sie richtig, aus Ihrer Sicht wäre das falsch, wenn wir versuchen, jetzt irgendeine LNG-Infrastruktur aufzubauen?
Ich finde, dass es der falsche Weg ist, jetzt Investitionen noch großartig zu tätigen in ein fossiles Energiesystem. Wir müssen kurzfristig natürlich schauen, dass die Haushalte nicht kalt werden. Wir müssen aber jetzt schon den Blick darauf richten, dass wir eine Unabhängigkeit schaffen. Und wenn wir jetzt investieren in ein fossiles System, dann ist das nicht der Weg, der uns in die Unabhängigkeit führt. Aber können wir denn überhaupt ohne all diese fossilen Energien auskommen in Österreich? Geht das überhaupt? Es geht, wenn wir entsprechend die Schritte dazu setzen. Also kurzfristig, also es braucht jetzt einfach auch eine gewisse Zeit. Wie gesagt, wir haben einiges dabei schon versäumt, aber wir haben das Potenzial verfügbar vor Ort, dass wir es mobilisieren können. Wir haben das Know-how verfügbar. Wir müssen Infrastruktur ausbauen. Das heißt, jetzt Stromnetze sind unbedingt auch zu verstärken, damit sie eben fit sind, auch für eine Energiewende. Aber die Mittel haben wir in der Hand. Wir haben das Know-how verfügbar. Es geht auch, muss ich dazu sagen, nicht darum, dass sich Österreich abschottet und in überhaupt keinem internationalen Austausch mehr ist, was das Energiethema anbelangt. Wir werden auch in Zukunft noch im internationalen Austausch sein, was das Energiethema betrifft. Zum Beispiel auch das Thema Wasserstoff, das dort relevant sein wird, wo Gas einfach schwer ersetzbar sein wird. Das werden wir teilweise auch in Zukunft noch importieren müssen. Aber es ist möglich. Es ist möglich, vollkommen ein Energiesystem auf erneuerbaren Ressourcen aufzubauen. Der Herr Strugl, die Kollegen von der Energie Österreich, die schätzen sozusagen, dass Investitionsbedarf jenseits der 40 Milliarden ist sozusagen in das Energiesystem in Österreich. Sehen Sie das auch so? Ja, das kann durchaus eine Zahl sein, die richtig ist. Das klingt jetzt nicht so, als ob wir uns das leisten könnten. Sie müssen einmal fragen, was die Zahlen sind in den Aufbau einer LNG-Infrastruktur. Also es gibt auch auf der anderen Seite, auch in einem fossilen System hätten wir Investitionen zu tätigen. Und die 30 Milliarden, 40 Milliarden wirken auf einen Blick einmal viel. Aber wenn man das auf mehrere Jahre aufteilt und einfach sieht, das sind Investitionen in die Wirtschaft, und das sind Investitionen, die einfach langfristig nachhaltig Stabilität im Energiesystem, in der Energieversorgung sichern, dann finde ich das jetzt nicht einen so großartig übertriebenen Betrag. Wir reden jetzt mal von der Energiewende im Strombereich. Ja? Hier ist es so, dass sozusagen Ihre Teilverbände sozusagen hier eigentlich das leisten können. Das heißt, in Österreich ist es derzeit in etwa so, dass wir fast 80% unseres Stroms aus erneuerbaren Quellen übers Jahr gesehen produzieren können. Was sind die fehlenden 20%? Wo kommen die denn her? Also es ist so, dass wir klar festgelegt haben, jetzt einmal im Erneuerbaren Ausbaugesetz, dass wir für die 100% Strom aus erneuerbaren Ressourcen 27 Terawattstunden zusätzlich brauchen. Da sollen 11 Terawattstunden aus der Photovoltaik kommen. Das ist der große Hoffnungsträger. Das muss man sich auch einmal vor Augen führen, dass das bedeuten wird, eine Verzehnfachung der Photovoltaikproduktion in Österreich. 10 Terawattstunden sollen aus der Windkraft kommen und noch 5 Terawattstunden aus der Wasserkraft und eine Terawattstunde aus Biomasse. Ich möchte eines dazu sagen, auch zu diesem Bestand, den wir haben in Österreich an der Wasserkraft, auf die wir jetzt irgendwie ja auch sehr stolz sind, die uns ja eine sehr gute Ausgangsbasis bietet. Da darf man auch nicht vergessen, da hat einfach es in früheren Zeiten in Österreich eine politische Entscheidung gegeben. Die haben den bevorzugten Wasserbau hier eingeführt, um eben ganz konkret Wasserkraftprojekte in Österreich voranzubringen. Und deswegen haben wir jetzt hier wirklich auch einen guten Ausgangswert bei der erneuerbaren Stromversorgung, auf den wir zu Recht stolz sind und der uns zu Recht eine gute Startposition auch bietet. Ich will damit sagen, es braucht jetzt einfach auch, wenn wir von den restlichen 27 Terawattstunden sprechen, eine entsprechende politische Entschlossenheit, damit man diese eben auf den Weg bringen kann. Sie haben in einer Aussendung kürzlich geschrieben, die Realpolitik, also dass alle sozusagen hier Energiewende wollen und umsteigen wollen auf die erneuerbaren Energien, aber die Realpolitik habe die Entwicklung der erneuerbaren Energien behindert, gebremst und blockiert. Was meinen Sie damit? In die Realpolitik fallen quasi nicht einfach nur die Ministerien, die zuständigen, also immer der jeweils zuständige Wirtschaftsminister oder Energieminister oder jetzt ist es eben das Klimaministerium, sondern das beinhaltet eben auch
die sehr umfassende Zuständigkeit der Länder, aber auch gewisse Interessensvertretungen. Ich spreche hier an die Seite der Wirtschaftskammer, industriellen Vereinigung, die sehr massiv sich immer bei Novellierungen des Ökostromgesetzes dagegen gestemmt haben und immer mit diesem Argument, das sind Kosten, die zu deckeln sind. Man hatte da nicht Ziele im Auge, sondern man hatte in erster Linie Kosten im Auge, die zu deckeln waren. Und das ist natürlich eine reale Bremse. Bei den Ländern sehen wir, dass auch dort die Klima- und Energieziele, die sich Österreich gesteckt hat, die mittlerweile ja auch wirklich gut, hoch und zu Recht irgendwie ambitioniert sind mit den 100% Strom bis 2030 und mit der Klimaneutralität bis 2040, dass sich die auf der Landesebene nicht abbilden. Wenn man in den Strategien und in den Zielen der Länder nachliest, dann sieht man, dass sich dort diese Ziele noch nicht finden, dass daher auch keine Chance besteht, dass wir sie auf der Landesebene, wo die Projekte dann zu realisieren sind, auf den Boden bekommen. Weil die Länder haben bei der Realisierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zumindest 50-60% der Kompetenzen, was die Realisierung von Projekten anbelangt. Das müssen Sie mir trotzdem erklären, weil wie kann das sein, dass die ja sozusagen gegen Österreich arbeiten? Es würde ja darum gehen, dass wir unsere Stromproduktion eigentlich komplett ins Inland verlagern, damit auch die Wertschöpfung ins Inland verlagern. Wir zahlen derzeit irgendwas zwischen 8 und 10 Milliarden Euro pro Jahr an Energieimporten. Wie kann das sein, dass solche Verbände, laut Ihnen, dass die hier tatsächlich hier blockieren, deckeln, schauen, dass wir da nicht weiterkommen? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Das ist irgendwie Ausdruck eigentlich einer sehr kurzfristig gedachten Politik, weil eben langfristig betrachtet müssten auch diese Vertreter schon lange gesehen haben, dass es auch, was jetzt Preisstabilität oder auch was jetzt günstige Preise für Energie anbelangt, wichtig war schon in der Vergangenheit, wichtig war viel stärker auf die Erneuerbaren zu setzen, um sich das zu sichern. Wir bekommen jetzt die Rechnung präsentiert dafür, dass es eben nicht passiert ist. Ich kann es Ihnen nicht erklären, warum es so war. Die Rechnung präsentiert heißt, dass wir tatsächlich eine hohe Rechnung haben, nämlich wir haben hohe Energierechnungen. Warum sind eigentlich die Stromrechnungen auch in die Höhe gegangen, nur um das zu erklären, obwohl wir fast die gesamte Energiestromproduktion in Österreich haben? Da sind wir doch kaum vom Ausland abhängig. Also es ist auch der Strompreis vom Gaspreis abhängig. Es ist vor allem im Winter so, dass wir in Österreich noch sehr stark auch Gaskraftwerke in Betrieb nehmen. Das ist ein bisschen ein kompliziertes Thema. Es hängt teilweise auch, muss ich sagen, mit den Schwächen der Infrastruktur zusammen, weil wir haben teilweise die Situation, dass es zwar in Deutschland viel an Windkraftmenge gibt, die wir aber aufgrund der mangelhaften Infrastruktur nicht über die Grenze nach Österreich bringen können. So werden dort dann Windkraftanlagen im Winter teilweise weggeschalten vom Netz und wir schalten, müssen Gaskraftwerke hochfahren, um eben den Ausgleich zu schaffen. Strompreise sind gasgetrieben. Das erklärt sich eben aufgrund des Merit-Order-Effektes, so heißt es. Es bestimmt immer das letzte Kraftwerk, das noch gebraucht wird, um die Nachfrage zu decken, den Preis. Und das ist eben in Österreich die Gaskraftwerke, der Gaskraftstrom. Und sind wir jetzt am richtigen Weg? Es ist so, dass letztes Jahr nach viel Gezerre, aber doch das Erneuerbare Energiegesetz beschlossen wurde. Sind wir jetzt am richtigen Weg? Jetzt geht alles gut? Nein, leider haben wir es immer noch nicht geschafft, weil das eine ist eben, dass dieses Gesetz zwar beschlossen wurde, dass das Gesetz aber nur leben kann mit den entsprechenden Verordnungen. Es braucht dazu Verordnungen für die Investitionszuschüsse und Verordnungen für Marktprämien, die auf Basis des Gesetzes vergeben werden. Und beides liegt noch nicht rechtskräftig am Tisch. Das geht irgendwie auch hin und her zwischen den Koalitionspartnern. Es ist uns teilweise unerklärlich, wo es dann hängt. Also das haben wir noch nicht geschafft und das andere sind eben wirklich die Länder. In den Ländern müssen die Projekte genehmigt werden und die Länder müssen sich jetzt einmal ausrichten auch auf diese hohen Ziele. Das heißt, sie müssten sich an einen Tisch setzen, müssten sagen 27 Terawattstunden, 11 aus Photovoltaik, 10 aus Wind
wo soll das Ganze stattfinden. Und in Summe muss das dann über die Länder hinweg eben dieses Gesamtziel von den 27 Terawattstunden geben. Und das tut es derzeit noch nicht. Man sagt immer noch in manchen Bundesländern, die Windkraft kommt für uns nicht in Frage. Das wollen wir nicht. Ja, und solange das so ist, werden wir diese Ziele auch nicht erreichen können. Wir sind beide in Wien. In Wien sieht man sehr viele Windkraftwerke, zumindest in Niederösterreich und im Burgenland stehen. Heißt das, es sind nicht überall so viele Windkraftwerke in Österreich? Nein, es gibt einige Bundesländer, die hier noch praktisch nichts vorzuweisen haben. Und zwar? Und wir sehen interessanterweise auch diese Situation, dass dort, wo es viele Windkraftanlagen gibt, es die stärkste Befürwortung auch gibt für Windkraftanlagen. Und dort, wo es noch keine gibt, dort gibt es die meiste Skepsis, sage ich jetzt einmal. Genau, und das ist möglicherweise etwas, wo sich so mancher politische Entscheidungsträger auch noch davon abhalten lässt. Aber eines ist klar, Energiewende ist sichtbar. Es wird einiges an Windkraft auch bedeuten in unserer Landschaft, aber es wird nicht störend sein. Wenn ich mir das Burgenland vorstelle mit den vielen Windkraftanlagen, das ist eine ebene Fläche. Dort macht sich sowieso auch die Windkraft ganz anders als irgendwo in einem hügeligen Gebiet, wo ich einen Bergkamm wieder habe, der mir die Sicht auf ein Windrad dann sogar auch wieder verstellt. Aber das heißt, habe ich das richtig verstanden? Also so Länder wie Vorarlberg, Tirol, Salzburg, die haben kein einziges Windrad? Da gibt es kaum Windkraft, genau. Also wir haben gerade... Aber ist dort kein Wind? Ganz, zahlt sich das nicht aus? Es gibt in Kärnten auch ganz wenig. Kärnten hat auch sich extrem jetzt gegen die Windkraft positioniert. Da haben wir, glaube ich, ein oder zwei Windräder. Es gibt mehrere Bundesländer, die noch ganz viel im Bereich der Windkraft zu machen haben. Okay, und ich verstehe es richtig. Auch bei diesen westlichen Bundesländern, da ist noch nichts geregelt, dass dort jetzt mehr Windkraft zum Beispiel kommt. Das gibt es nicht. Man hat jetzt in Salzburg einen Vorstoß einmal gemacht, wo man Flächen ausgewiesen hat für Windkraftanlagen. Das werden wir auch noch genauer überprüfen. Es ist einmal ein erster Schritt, aber es braucht einfach noch wesentlich mehr. Vielleicht zur Photovoltaik noch. Photovoltaik tut ja irgendwie niemand weh, oder? Warum gibt es da Hürden sozusagen beim Ausbau, wo wir die hinbauen? Also wir haben bei der Photovoltaik eine Verzehnfachung der Photovoltaikleistung, die wir brauchen zur Erreichung unserer Ziele. Und das heißt dann natürlich, dass Photovoltaikanlagen nicht nur auf Dächern platziert sein werden, sondern dass wir auch in die Fläche gehen müssen dafür. Und da gibt es dann mitunter die unterschiedlichen Meinungen, wo das stattfinden kann und wo nicht. Es gibt sehr gute, positive Beispiele, wo man eben Photovoltaikfläche auch kombiniert mit landwirtschaftlicher Nutzung. Das wäre quasi so dann die Photovoltaikanlage im Grünland, in der landwirtschaftlichen Fläche, aber eben kombiniert mit der landwirtschaftlichen Nutzung. Dort wird man am strengsten die Kriterien anlegen, aber wir haben auch sehr viele Möglichkeiten, jetzt sage ich auf Parkplätzen zum Beispiel mit Photovoltaik-Carports oder Deponien, minderwertige Flächen, die wir eben bestücken können mit Photovoltaikanlagen, um eben unsere Ziele erreichen zu können. Sie haben gesagt, dann bauen wir noch etwas Wasserkraft aus und so Sachen wie Bioenergien, Biogas. Sie haben gesagt, da ist das Potenzial noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Können Sie kurz erklären, woher kommt denn das eigentlich und was kann man damit machen? Also bei Biogas, beim Potenzial geht es in erster Linie um Reststoffe aus der Landwirtschaft, aus der Lebensmittelindustrie, aus der Forstwirtschaft, die sich zur Vergasung eignen. Es geht nicht darum, dass auf landwirtschaftlichen Flächen Energiepflanzen eben angepflanzt werden, wo dann es eine Flächenkonkurrenz gibt mit der Lebensmittelerzeugung. Also es geht wirklich um eine Reststoffverwertung. Und beim Biogas ging es in erster Linie darum, das Biogas entsprechend aufzubereiten, damit man es ins Gasnetz einspeisen kann und so zum Kunden bringen kann. Da fehlt noch völlig die gesetzliche Grundlage dazu. Da ging es darum, eben ein Regelwerk zu schaffen, dass es gewisse Mindestquoten gibt an Biogas, die eben ins Netz eingespeist werden, dort einen Markt finden und abgenommen werden und so auch einen Preis dann erlangen. Das heißt eben, das Biogas, da geht es in erster Linie um eine
Verwertung gasförmig. Also es gibt vereinzelt auch so Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen, die es auch in Zukunft geben wird, die Strom und Wärme produzieren. Aber im Wesentlichen wird es bei den Biogasanlagen in Zukunft so sein, dass sie wirklich Gas ersetzen sollen und daher auch gasförmig an den Kunden gebracht werden sollen. Frau Brechel-Grundig, wir müssen schon zum Schluss kommen. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, nämlich die große Initiative Raus aus Öl und Gas. Da geht es ja eben nicht um den Strombereich, sondern eigentlich um den Wohnbereich. Wir haben noch immer 900.000 Gasheizungen, 500.000 Ölheizungen in Österreich. Nur kommen wir da auch drauf, dass das so einfach ja nicht geht. Ja, im Wärmebereich haben wir zusätzlich das Thema, dass es ganz wichtig ist, auch Energie einzusparen. Also wir gehen schon davon aus, dass man da den Wärmebedarf nahezu halbieren muss, um eben auch die Möglichkeit dann zu haben, die verbleibende Wärmemenge, die ich brauche, aus erneuerbaren Ressourcen bereitzustellen. Das heißt eben, im Wärmebereich ist ganz wichtig auch die Sanierungsoffensive, dass der Wärmebedarf reduziert wird. Es wird jetzt im Wärmebereich eben, was jetzt eine zentrale Versorgung anbelangt, mit einer Alternative einige Projekte geben. Da bietet sich beispielsweise die Geothermie an, aber auch andere Fernwärmenetze, die auch auf Basis von erneuerbaren Ressourcen betrieben werden können. Ja, und dann gibt es noch die Alternativen der Wärmepumpen, thermische Solarenergienutzung, im Biomassebereich Pelletsheizkesseln. Okay. Aber natürlich ist es auch eine große Aufgabe, die aber jetzt sehr stark angereizt wird. Es gibt sehr lukrative, sehr interessante Förderungen dafür, die eben ausgegeben werden, damit dieser Heizungstausch erfolgen kann. Letzte Frage ganz schnell. Wie optimistisch sind Sie eigentlich, dass wir da sozusagen noch die Kurve kratzen, dass wir da überall hinkommen, wo wir da eigentlich hinwollen? Ich bin auf jeden Fall optimistisch, weil ich mir denke, es ist eigentlich so logisch, was wir zu tun haben, und es müssen dann irgendwie alle auch einmal verstanden haben, weil da geht es jetzt nicht einfach nur um ein Geschäftsmodell, sondern da geht es um unsere Lebensgrundlage, da geht es um Klimaschutz, somit um Klimakrisenvorsorge. Wie wir jetzt sehen, geht es auch um das Thema der Leistbarkeit von Energie. Also es geht um ein Thema, das jeden Einzelnen ganz höchstpersönlich betrifft und für jeden Einzelnen daher so wichtig ist, dass wir das gemeinsam schaffen, und daher bin ich optimistisch. Ich habe zwei kleine Kinder und so sehe ich das auch als meine Aufgabe, dass ich an dem Ganzen arbeite und auch optimistisch bin, dass wir das gemeinsam schaffen. Martina Brechtel-Grundig, Geschäftsführerin vom Verband Erneuerbare Energien Österreichs, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke vielmals. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.